Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Mythology. Ich bin Nuviel und das ist Folge, weiß nicht wie viel, aber Mission 31, Teil 2, weil die andere Folge wäre sonst zu lang gewesen. Unsere Aufgabe ist es, die Atlanta hier hinten von Gargarensis Gefangenschaft zu befreien und hier unten auf die Insel zu verfrachten. Und in der letzten Folge haben wir erfolgreich wieder einen Rückschlag erlitten, Gargarensis mit seiner Ultra-Armee und dieser Heldenzyklop, der einfach unglaublichen Schaden macht, keine Ahnung, hat uns ein wenig zurückgedrängt. Deswegen bin ich oder sind wir Washike, hier meine wieder Söhne. am Bauen einer neuen kleinen Armee. So. Die haben keine Chance gegen uns. So, jetzt bauen wir noch weitere Petropolis. Das ist wieder Nummer 5. Die können schon mal loslegen. Ja, Akanthos und unsere anderen Helden, die liegen bestimmt irgendwo rum. Die müssen nur aufgehoben werden. So, also mal hier angreifen. Was? Okay, wieso hat er zwei Erdbeeren? Alles klar. So, Petropolis Nummer 5. Und da ist noch eine Petropolis. Zack. Das ist eine Einheit Nummer 4. Los geht's. Ich rufe Petropolis. Zack. Los. Gut, damit die hier nichts erstellen können, vernichten wir mal sicherheitshalber die Dinger hier. Zack. Okay. Hier unten ist noch eine Werft, alles klar. So. Aber hier bauen wir mal sicherheitshalber noch weitere Einheiten, weil man weiß ja nie, was kommt. So, weitere Hopliten und weitere Toxote. Wie wär's denn damit? Zack. Alles dahin. So, und die sollen mal hier mit von der Partie sein. Ja, gut, die kommen irgendwann schon an. Da verstecken sie sich. So. Hier, dieser Elende, ohne Witz. Das ist so unnormal. Oh, hier liegen Ajax und Akanthos. Die werden jetzt gleich wieder belebt. Da sind sie wieder und ein Eingriff. Was? Was ist da? Ah ja, alles klar. Das ist jetzt kein Weltuntergang, der eine. Wo kommt der denn her? Ich hab doch alle kaputt gemacht, oder nicht? Okay. Nun gut. So, Akanthos soll mal hier dazugehören, deswegen zack, Nummer 4. So, da kommt. Wie die nicht treffen, ohne Witz. Dann sollen die schon mal vor. Und der kommt nicht mehr raus da, hahaha. Und los geht's. Und die können auch schon mal mit nach da vorne stoßen. So, die greifen wir mal an und die sollen hier mal die Dinger hier vernichten. So.
So, zack, alles nach da vorne. So, die Tempel sollen wir zerstören. Ah, Pferdereiter wären doch auch super mal wieder. So ein paar davon. So, die haben wir befreit. Die schicken wir mal hier auch schnell hier hin. Ab ins Schiffchen. Sind da die drin? Wie viele sind da drin? 10. So. Dann geht's hier weiter. Was? Hier ist schon wieder, hier ist er wieder, dieser elende Zyklop, der einfach Ultraschaden macht, ja. So, da bitte. Oh Mann. Die fällt gleich. Jawohl, das ist zack. Wir können schon mal weiterfahren. Kommt man hier durch? Hoffentlich kommt man hier durch. Darf man hier lernen? Ja. Ah nee, hier kommt man gar nicht runter. Wie scheiße. Okay, wir müssen... Oh Mann. Wir müssen komplett wieder außen rum, oder was ist das denn? Alles klar. Gut, dann ab zurück hier. Ab zurück hier. Oh Mann. Die haben fertig hier gegoldet. Deswegen. Zack. Und geht's da weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt stirb doch! Geht doch. Drei Petropolos nur noch. Alles klar. Wo kommen die denn her? So. Dann sollen die mal auch hierher kommen. Und Faxen machen. So, dann machen wir noch hiervon ein paar. Dann... kaufen wir uns mal noch so ein bisschen Gold. So, und können sogar im Zeitalter aufsteigen. Jetzt können wir Schatzkammer und Kolosse. Was ist das? Hephaistos, Gott der Schmiede und Arbeit. Seine Technologien stärkt Panzerung und Waffen regulärer Soldaten, was sehr gut ist. Anbietung der Hera, Göttin von Helm und Herd. Ihre Technologien verbessern Gebäude und mythische Einheiten. Hier gibt es die Medusen und Gewittersturm, aber ich nehme Hephaistos. Zwar, ja, Schatzkammer ist sehr gut, da kriegen wir kontinuierlich, glaube ich, von allen Ressourcen alles. Immer so nach und nach. Und einfach Panzerung und von unseren regulären Einheiten, ne? Das ist halt super. Okay, wir haben noch ein Petropolos. Das gibt's doch gar nicht. Liegt immer noch hier. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Stirb. So, kommt mal hier zusammen, sammelt euch mal da. So, Petropolos bauen wir jetzt auch auf jeden Fall neue. Okay, wir haben kein Gold mehr. Mal wieder kein Gold. Das können wir mal machen. Die soll man hier abholzen, sage ich schon. Auch mit zum Gold. So. Das wird jetzt Einheit Nummer 4. Gut. So. Okay, hier kommen neue. Oh, auch. Wow, wow. Leute, was ist das denn?
Metropolis. Oh. Bis dahin. So, zack, jawohl. Und dann bauen wir uns mal die Schatzkammer hier hin. Warum? Ich kann auch hier. Zack. Und jetzt kriegen wir kontinuierlich Ressourcen. Dann geht das alles ein bisschen fixer. So, und wir erstellen uns mal ein paar Kolosse. Wie wär's denn damit? Oh, wir haben nicht genug. Keine genug Beta. So, zack. Zack. Und dann geht's los hier mit weiteren Hopliten. Elite und schneller. Machen wir das erstmal. Und dann erstellen wir uns mal ein paar. Genauso wie hier, da so. Und wait. Tötet ihn. Die alle auf ihn einprügeln. Gut, dann gehen wir mal hier hoch langsam. So. Das können wir schon mal vernichten. Zack. Das ist gut. So, zack. Dann kommen die einfach mit hoch. Greifen hier mal so ein bisschen mit an. So, die fehlen noch und die ganz oben fehlen dann noch. Gut. So, der ist gleich tot, die Hydra. Ah, hier ist noch eine, scheiße. Okay. Und dann. So, 1, 2, 3, ganz viele. Ganz viele Einheiten. So. Die haben wir auch gerettet. So, ab mit dir ins Boot. Jetzt haben wir 18 schon. So, die letzten zwei werden wir jetzt auch noch schaffen zu retten. Warum arbeitet ihr nicht? Wieso? Alles klar. Okay. So. Und? Oh nein! Ein Transportschiff, das brauchen wir jetzt hier nicht, ist egal. Amandra macht hier Stress. Upsala. Sag. Oh ja. So, geschafft. So, die bitte angreifen. So, den Petropolos schicken wir auch mal hin. So. Die haben wir dann auch gleich gerettet. Und dann zu guter Letzt hier. Die fehlen uns dann noch. Oh mein Gott. Wir sind so gut. So, zack. Ab mit euch da. Da hinten. Okay, die passen da nicht mal rein. Hatte ich nicht hier irgendwo noch ein Boot? Nee, okay. Gut, zurück. Und ab mit euch hier hin.
Wir müssen dahin. Und wo werden wir denn noch angegriffen? Ach, da hinten. Ja, mach die einfach mal kaputt. Wir stressen die doch nur. Was? Amanra hat die nicht geschafft, oder was ist das denn? Alles klar. So. So, das sind die letzten. Und hier oben sind noch einige. Haben wir denn hier Feuerpfeile? Nehmen wir die da noch mit? Nochmal Gastropheten, der brauche ich jetzt erstmal nicht. Angriffsstärke machen wir nochmal. So, ich guck mal, wie viele Ressourcen wir allein nur durch die Schatzkammer haben mittlerweile. Also das ist... Oh, ein Bellerophon. Ein Bellerophon, meinte ich. Zack, eins, zwei, ganz viele. Können wir einfach mal mit erstellen. So. Dann schicke ich die anderen schon mal rüber. Ah, hier ist noch ein Boot. Dann haben wir die gleich auch befreit. Was? Achso, wir mussten die gar nicht hier rüberbringen, oder was? Okay. Alles klar. Egal, wir haben gewonnen. Wir haben alle Atlanta gerettet. Ja, und jetzt müssen wir auf jeden Fall Gargarensis mächtig in den Arsch treten. Wir müssen den ausfindig machen und endgültig jetzt kaputt schlagen. Das kann ja nicht wahr sein, dieser Fuchs. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da, Likes, Kritik, Anregungen, wenn ihr möchtet. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!